heute wie seit 100 Jahren fließt der Rhein, mit seinen Schiffen, seinen Burgen, seinem Wein und seinem Frohsinn. Die Bewohner seiner Ufer halten gewissen Dingen sehr auf Tradition, so auch unser kleines Dorf, das in jedem Jahr, wenn der Sommer ins Land zieht, seine Kirchweih feiert. Endlich kommen sie, die fahrenden Leute, von alt und jung schon tagelang erwartet. Hin und her werden die Wagen geschoben und eine kleine Welt entsteht. Ein Paradies für die Kinder. Sie hier haben eine Schießbude. Die ganze Familie muss ran. Der Senior schaut kritisch zu. Nur Klein Lottchen lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Nackte Tatsachen hinter den Kulissen. Hier wird alles vorbereitet, um den Mast des Karussells aufzurichten. Ja, man hat seine Arbeit mit dem Mannsvolk. Dies ist der Motor des Karussells. Er besorgt heute das, wozu man in früheren Jahren Pferde brauchte. In unermüdlicher Arbeit werden die einzelnen Teile wie ein buntes Mosaik zusammengesetzt. Nach meinem Rheuma zu urteilen, wird das Wetter gut, meint der Wirt und putzt eifrig seine Gläser. Nebenan bei Valentin, dem Dorffriseur, klappern die Scheren für den Kerbeschnitt. Und in der Damenabteilung sitzt die gelockte Weiblichkeit. Beim Bäckermeister wird für das leibliche Wohl gesorgt und geschickte Hände formen köstliches Gebäck. Andachtsvoll rührt die Hausfrau ihren Kerbekuchen. Zuletzt wird die Straße noch gefegt, es kann Kerbesonntag werden. Frohes Glockengeläute verkündet am nächsten Morgen das Kirchweihfest. Herrlich tönt es über Dorf und Strom. Erst am Nachmittag, wenn die Vesper beendet ist, so wird es die Tradition, wird die kleine Welt auf dem Kirmesplatz lebendig. Was mögen diese beiden Lausbuben wohl auswecken? Ach, es dauert ja so lange, bis man seine ersten Groschen ausgeben kann. Immer mehr zeigt das große Karussell von seiner Herrlichkeit. Gleich geht's los.
Diese Dame ist für die nächsten Tage tonangebend. Das Orchestrion fehlt auf keiner Kirmes. Ringschnappen. Hier geht's um eine Freifahrt. Wirklich ein geduldiger Wachtmeister. Schiefschaukeln in Zeitlupentempo. Zucker für die Männerwelt. Na, da wird doch bestimmt einer anbeißen. Die Spielzeugtante wartet auf ihre kleinen Gäste. Da sind sie auch schon. Tja, was tun? Schließlich muss man sein Kerbegeld sehr geschickt einteilen. Unermüdlich dreht sich das liebe alte Karussell. Es ist der Mittelpunkt auf dem Festplatz und übt immer wieder seine magische Anziehungskraft aus. Langsam wird es Abend. Für die Kinder geht der Tag nun zu Ende. Wenn der letzte Strahl der untergehenden Sonne hinter unserer Kirche versunken ist, dann gehört die kleine Welt den Großen. Der ganze Platz ist nun in strahlendes Licht getaucht und lockt die Erwachsenen in seinen Bann. Reiter auf feurigem Ross eröffnet den Reigen. Diese Damen machen sich gemütlicher. Sie lächeln huldvoll in die Kamera. Man sollte sich nie zu unbeobachtet fühlen. Noch immer schwingt sie den Taktstock. Tja, und solche Touren enden meist mit einem Opfergang. Jeder vergnügt sich auf seine Art. Und mit etwas Illusion kommt man bestimmt auf seine Kosten. Die Schießbude darf natürlich auch nicht fehlen. Hier herrscht jetzt Hochbetrieb. Bei der Schiffschaukel geht es uns wie im Leben. Ein zu steiler Höhenflug wird meist recht unsanft abgebremst. Wer wagt, gewinnt. Hier haben sich echte Spielnaturen versammelt. Im Stillen hofft alles schon auf den Gewinn. Wenn's nichts war, lächelt man nur ironisch. Wenn er nur wüsste, auf was er jetzt setzen sollte, beinahe hätte es eben geklappt. Schon leuchten wieder die Felder. Die Einsätze werden kassiert. Und gespannt beißt sich der Lange auf die Unterlippe. Und mit viel Skepsis wählt er seinen Gewinn. Die Kunstschützen sind noch immer aktiv. Zwar geht es hier nicht um wertvolle Preise, sondern nur um bunte Papierrosen.
Festplatz sind schnell vorüber und es kommt der Abend, wo das Karussell seine Abschiedsrunde dreht. Wenn es verstummt, ist der ganze bunte Zauber zu Ende. Wir nehmen Abschied von einer lieben kleinen Welt, die uns so viel Freude schenkt, heute wie seit 100 Jahren.